Was hat bei mir in der Praxis Priorität? Priorität als allererstes ist wichtig, Schmerzen zu lindern. Weil erst wenn der Patient schmerzfrei ist, kann er mit seinem Körper den Heilungsprozess in Gang setzen. In der Neuraltherapie kann man mittels Injektionen Störfelder auflösen und somit die Regulation wieder optimieren und den Heilungsprozess in die Wege leiten. Also im Magenbereich gibt es die sogenannten McKenzie-Punkte und in der Neuraltherapie, bevor man in die Regulation geht und bevor man die Reflexzonen spritzt, macht man die sogenannten Quaddeln. Eine Quaddel, da geht man unter die Haut, sodass eben eine sogenannte Quaddel entstehen kann. Das sind die drei Punkte. Ich schätze ihre Arbeit ganzheitlich. Mein Ding war früher immer so, bloß kein Spritzen. Und ich habe vor 2 Jahren Magengeschichte eben gehabt und da bin ich, und seitdem bin ich ein großer Fan von Spritzen geworden. Und jedes Mal, wenn mir irgendwie was fällt, da was weh tut, sage ich bloß zu ihr, hast du da nicht ein Spritzen dafür? Also ich komme ja aus der Schulmedizin. Mittlerweile arbeite ich im OP und habe da so alle Etagen mal so ein bisschen durch. Und ja, wenn man von der Schulmedizin kommt, lässt man sich natürlich prinzipiell primär mal mit Schulmedizin behandeln. Ich habe dann Pille genommen und Schilddrüsenhormone, weil ich ein Schilddrüsenproblem gehabt habe. Und das hat sie aber dann irgendwann nicht mehr vertragen. Und ich war dann in der Schilddrüsenüberfunktion und dann nimmt das Unheil halt so seinen Lauf. Und da hat das Ganze dann mit Magenproblemen und allem drum und dran halt dann angefangen. Dadurch, dass ich gemerkt habe, naja, die Schulmedizin, die hat jetzt hier ihre Grenzen, bin ich dann halt eben auf die Naturheilkunde gekommen. Die Renate behandelt jeden Menschen als Individuum und geht persönlich auf ihn ein, ungeachtet von dem, wo er herkommt, was er macht, und versucht, wie gesagt, jeden einfach so individuell zu behandeln und ganzheitlich zu sehen.